Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla. Und, ja, das ist alles Teil davon. Ja, wir gucken mal, wo wir zuerst hingehen. Zum Handwerksmeister. Also, wir haben 3 Quests theoretisch. Wir fangen natürlich mit der ersten an und gucken nochmal. Weiter, wie wir weiter verfahren. Hier gehen wir mal den Weg. Leichter Schaden, Nahkampfwiderstand und Gesundheit natürlich. So. Ja, da hätte ich auch springen können mittlerweile, aber okay. Wir gehen zu Fuß, passt schon. 300 Meter scheinbar. Geduckt. So. Also auch eine Mahlzeit dabei, netterweise. Wir reiten mal kurz hier zu Willi. Schmuck für den Geschmückten. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Den heulenden Fleischsack mit den Hähnen gesehen? Was für ein Trottel. Er ist da oben. Let's go, klettern wir mal hoch. Muss ich echt den Weg gehen? Ein Schild. Let's go. Hier, vom Rabenclan. Ein beeindruckender Schild. Er ist gut, doch ihm fehlt noch eine Sache. Etwas Persönliches für deinen Vater. Ein Siegel, denke ich. Ein Zeichen, das ihn schmückt. Wir brauchen einen Künstler. Gibt es einen in diesem Dorf? Ich kenne einen. Er wurde verbannt, seine Arbeiten sind jedoch meisterlich. Er lebt in der Gipfelhöhle. Ich würde dich selbst hinbringen, aber ich muss Isbjörn finden. Isbjörn? Okay. Den Speer deines Vaters? Führte er ihn nicht in Ulkertorp? Er verlor ihn vor einigen Wintern auf einer Bärenjagd. Das Biest wurde schwer getroffen, aber der Speer blieb stecken und der Bär floh in den Wald. Und nach all diesen Wintern hoffst du ihn wiederzufinden und dem Feuer zu übergeben? Das klingt schon etwas unwahrscheinlich. Sorge dich nicht. Ich habe ein Gespür für solche Dinge. Suche den Verbannten auf. Er kümmert sich um deinen Schild. Let's go. Östlich von Remtorp, aber ist sogar markiert. Perfekt, klauen wir das Pferd hier und dann Party. Führt sogar am Weg hin, also so sehr verbannt kann der jetzt nicht sein, ne? Wenn ich jemanden verbannen würde, dann würde der keinen Weg hinterlassen und da würde auch keinen Weg mehr hinführen. Da unten wahrscheinlich, oder? Ja. Sieh mal nach, Sühnen. War eigentlich klar. Hätten wir gar nicht den Vogel losschicken müssen. Hier wäre ich eh lang gegangen. Das muss die Höhle sein, von der Willi sprach. Und hier soll jemand leben. So, gehen wir mal weiter. Ich fürchte, wir finden jetzt einen Toten oder so.
Müssen wir hier hoch? Irgendwas noch? Haben wir übersehen. Ah, hier entlang geht's. Ah, jetzt gecheckt. Weg gefunden. Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Oh, come on. Hier nicht lang gekommen. Nein. Perfekt. Odins Bart. Es ist wahrlich nicht leicht, dich zu finden. Jarl Heming ist tot. Mhm. Mir wurde gesagt, du wärst ein Meister deiner Kunst. Dieser Schild soll so geschmückt werden, dass er Leben und Tod Jarl Hemings würdigt. Die Steine. Jarl Heming besaß eine ruhige Hand und ein ruhiges Herz. Kannst du das auch von dir behaupten? Nein. Okay. Wahrscheinlich schwerer als gedacht. Zum Überprüfen. Welche Taste ist das? Die? Ja. Perfekt. Dein Herz kennt noch keine Ruhe. Wie sollte das in dieser Zeit auch gehen? Jarl Hemings Herz geriet nie ins Wanken. Es ruhte nicht, als er noch lebte. Doch nun ist es starr wie ein Stein. Du hast mir noch nicht geantwortet. Erfüllst du meine Bitte? Eieieiei. Wie bleibt er dir in Erinnerung? Mit seiner Weisheit. Mit seiner Weisheit, die uns beflügelte. Das Schicksalsnetz. 9 Linien, die unser Geschick bestimmen. Gestern, heute und morgen sind verwoben. Ist es das, was du wünschst? Ja, ich wähle dieses. Ich werde anfangen. Wann ist er fertig? Hier fällige Materialien mitnehmen, Freunde. Wie bist du hier gelandet? Schicksal. Ich wurde zum Tode verurteilt. Zu Unrecht, fand ich. Doch ein Mann wurde getötet. Jarl Heming wünschte, dass ich lebte. Die Menschen im Dorf nicht. Mein Augenlicht und Verbannung.
Das war die Einigung. Aber der kann doch noch sehen. Ich danke dir dafür. Nimmt sein Sohn seinen Platz ein? Das ist Willis Entscheidung. Willi hat keine Wahl. Das Schicksal steht längst fest. Okay. Unser Geschenk hätte Heming erfreut. Ich frage mich, ob Willi seinen Speer gefunden hat. Eieiei, Freunde. Das erfahren wir aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!